heiße Jürgen Kemner. Und ich bin Jochen Klingowski. Wir sind Redakteure der Stuttgarter Zeitung, der Stuttgarter Nachrichten. Nachdem die letzte Nacht relativ lang war, wir sind erst um 4:30 nach Hause gekommen, obwohl wir den letzten Bus gerade noch erwischt haben, habe ich es heute etwas ruhiger angehen lassen, was die Reisetätigkeiten angeht. Ich war beim Curling hier unten in Gang 9, wo auch das Medien Village ist. Habe mir das Spiel um Platz 3 angeguckt zwischen Russland und Norwegen und dann eine schöne Reportage geschrieben oder eine hoffentlich schöne Reportage geschrieben, die ihr morgen in den Stuttgarter Nachrichten und in der Stuttgarter Zeitung lesen könnt. Zwei Texte verfasst war aber nicht oben in den Bergen. Dort war der Kollege Kemner, der einerseits zu unserer aller Freude beim Rodeln die Goldmedaille von Nathalie Geisenberger miterleben durfte, andererseits in unserer persönlichen Wertung 3:2 in Führung gegangen ist. Mal schauen, ob ich das noch aufholen kann. Ich war dafür schön essen und da würde ich euch gerne mal kurz mitnehmen und einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Wir Journalisten haben eine eigene Kantine hier im Mediendorf, die von uns scherzhaft die Unterwelt genannt wird, weil die Kantine in einer Tiefgarage untergebracht ist. Dort wird nicht nur gegessen, dort gibt es auch eine kleine Kunstausstellung am Eingang. Es gibt einen Malroboter, dem man zugucken kann, wie er Bilder an die Wand malt. Es gibt, was echt super ist, eine Bücherei, in der Werke von südkoreanischen Schriftstellern übersetzt sind in alle Sprachen. Die Bücher kann man sich ausleihen. Das einzige Problem ist, dass eh kein Journalist Zeit hat, um sie hier zu lesen, was sehr schade ist. So, ich bin jetzt auch schon wieder knapp 18 Stunden auf den Beinen, freue mich jetzt auf die Nachtruhe. Morgen habe ich einen anstrengenden Tag vor mir, wie die Athleten natürlich auch. Man darf sich als Journalist auch nicht zu wichtig nehmen bei diesem großen Ereignis Olympische Spiele. Ich werde morgen vielleicht eines meiner persönlichen Highlights sehen. Ich werde zum Finale im Halfpipe Snowboard gehen mit Sean White, dem Superstar aus den USA, und mal gucken, was die Jungs so drauf haben. Bis dahin, gute Nacht aus Pyeongchang.